Ein Hallo und ein herzlich willkommen zu einem Infovideo meinerseits. Das ist, glaube ich, das Infovideo Nummer 9. Und es ist wirklich sehr viel dabei heute. Es geht dabei um neue Projektauswahl von euch. Ihr könnt entscheiden. Dann geht es darum, wie ihr entscheiden könnt, wie ein Projekt aussehen soll. Ja, mir ist nämlich die Idee gekommen, oder eher gesagt, der Gedanke. So wie ich das zusammenschneide, gefällt euch das vielleicht nicht. Vielleicht wollt ihr irgendwie was anderes haben. Werde ich aber erst ein Projekt zur Startung machen und das werden wir gleich auch nochmal gucken, als wie das aussehen wird. Wie dem auch sei, hier seht ihr auch schon, Emulator ist offen und etc. Was noch hinzukommt, Let's Channels gibt es ja auch. Und wenn ihr es vielleicht auch hört, mein Headset geht in den Arsch. Ich muss erstmal gucken, dass ich ein neues hole. Das Problem ist, ich habe kein Geld für ein Headset. Ich muss also momentan noch mit diesem schlechten Headset weitermachen. Ich werde mir aber bald ein neues holen. Das steht also fest. Damit werden auch eigentlich die Themen besprochen. Es geht um Let's Channels, Channels 2.0. Neues Headset. Ein neuer SMW-Hack. Und ein Projekt, das so aufgenommen werden soll, wie ihr es wollt. Und ich würde mal sagen, wir fangen dann direkt erstmal an mit dem Thema Let's Channel. Und Let's Channel 2.0 spreche ich da besonders drauf an. Weil viele warten auf Let's Channel 2.0. Das verstehe ich. Nur Let's Channel 2.0 ist ja die super verbesserte Let's Channel Version. Also ich sag mal einfach so, ich werde mir alles haargenau angucken. Jeden kleinen Fehler werde ich mir ausschreiben. Ich habe hier einen Blog. Ich werde ab morgen, morgen ist Montag, der 5. November, werde ich, und ich glaube, werde ich, den ersten Let's Channel 2.0 Kanal angucken. Wer es ist, sage ich noch nicht, will ihr selber sehen. Ich werde dann jeden Fehler aufschreiben. Ich werde das alles aufschreiben. Egal wie lange es dauert, ich werde alles genau beobachten, wo Fehler sind, wo hast du nicht gesehen. Also, natürlich könnt ihr euch noch für den Let's Channel 1.0 bewerben. Werde ich natürlich nicht so in die Überschrift schreiben, Let's Channel 1.0, nur Let's Channel. Und da habe ich auch ein paar Bewerbungen, aber momentan, ja. Heute werde ich vielleicht noch eins rausbringen von jemandem. Aber ansonsten werden die dann, denke ich mal, wöchentlich kommen. Ganz sicher bin ich mir dabei nicht, ob die wöchentlich kommen. Das ist wieder so eine Sache von, ja, schaffe ich das nicht. Könnte schon knapp werden. Und von daher, ja. So, jetzt zum Thema Headset. Jetzt sagt euch bestimmt, was interessiert mich das? Wenn es jetzt so sein könnte, dass man im Headset, im Part, ein leichtes, nicht Tuten, wie könnte man es nennen, so ein hohes, Schlagen, also ein Rauschen, in so einem hohen Ton. Dann liegt das am Headset. Ich kann daran momentan nichts machen. Ich habe versucht mit Audacity und so. TKLP hat schon mitgekriegt. Ich habe daran gesessen. Eine Stunde habe ich an der Aufnahme-Audiodatei gesessen, um das Rauschen rauszukriegen. Ich habe es nicht hingekriegt. Und nach einer Stunde wirklich Audiobearbeitung sage ich, nee, das geht so nicht. Ich werde also momentan im Akkord aufnehmen. Also immer, wenn ich kann. Dann werde ich bald mir ein neues Headset kaufen, etc. Vielleicht auch ein Mikrofon zum Aufnehmen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber momentan tut es mir also leid, wenn ihr in den Zukunftsparts irgendwie so ein Rauschen wahrnimmt. Das aus meiner Sicht mit dem Headset. Und dann kommen wir eigentlich auch zu einem Thema, was ich jetzt besonders drauf anspreche. Und zwar geht es darum, wegen dem nächsten Projekt. Und da schalte ich einmal um. Und wir sehen uns gleich, am besten gleich wieder. Ich sag jetzt gleich, aber eigentlich sehen wir uns jetzt gleich wieder. Also jetzt wieder, also bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Und ihr kennt vielleicht das Spiel. Es ist Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Es ist der dritte Teil der Mario RPG-Reihe. Also der Reihe, in Klammern gesetzt. Und wie euch vielleicht schon in Partners in Time aufgefallen ist, ist es genau so selbst aufgenommen. Ich habe mir gedacht, nee, nicht nochmal. Jetzt kommt ihr ins Spiel. Möchtet ihr dieses Projekt so haben? Damit könnt ihr dann mindestens 3 bis 4 Parts wöchentlich rechnen. Oder möchtet ihr das Projekt folgendermaßen haben? Und zwar, dass wir jetzt in dem Fall unten rumdudeln. Hui! Hui!
Oder wenn wir Bowser spielen, was wir jetzt natürlich noch nicht können, weil immerhin, ja, wie ihr seht, ne? Oder wollt ihr dann, also so, ne, dass es unten ist, und wenn wir Bowser spielen halt, was jetzt nicht möglich, der Bildschirm so geht. Das wäre mal eine andere Möglichkeit, aber da könnt ihr dann wirklich auch nur mit ein bis zwei Parts, oder höchstens auch mal drei Parts in der Woche rechnen, weil es ein ziemlicher Aufwand zum Schneiden ist. Ich würde mir die Mühe für euch machen, müsst ihr mir natürlich in dem Fall nur sagen, weil, ja, ne, es wäre schon irgendwie ein bisschen dauermäßig. Dann würde es nämlich immer so gehen, und zwar, dass wir jetzt zum Beispiel, wir wechseln auf Mario, zack, wechseln auf Bowser, zack, Mario, Bowser. Soll es auch mal vorkommen, dass beide gebraucht werden. Dann würden wir wieder diesen langen Bildschirm machen. Könnt ihr jetzt entscheiden. Ihr seid gefragt, wollt ihr es so haben wie der erste Vorschlag, also alles direkt breit, alles direkt drauf, oder dass der Bildschirm sich immer wechselt. Ihr entscheidet. So, und dann möchte ich auch direkt aufs nächste Thema übergehen, und zwar der nächste SMW-Hack. Also treffen wir uns auch gleich wieder. So, und hier sind wir auch schon bei der Wahl des Hacks, den ihr als nächstes sehen wollt. Und ich habe euch diese vier hier zur Auswahl gegeben. Es sind Mario Luigi Starlight Adventure. Es ist Super Mario Bros. 3X, SMW Yeah und Brutal Mario. Wobei ich dann sagen muss, Brutal Mario und SMW Yeah kenne ich. Hast beziehungsweise schon irgendwo gesehen, beziehungsweise auch irgendwo schon gespielt, einfach so zum Durchspielen. Super Mario Bros. Auch, aber nicht wirklich viel. Und Mario Luigi habe ich nur angetestet. Ich möchte hier nicht zu viel zeigen. Es werden auf jeden Fall diese vier Hacks hier. Und ihr könnt wirklich entscheiden, welcher dieser vier Hacks kommen soll. Ich hoffe, ihr habt das Video natürlich bis hierhin geguckt. Wäre ich euch sehr verbunden. Wir könnten hier ein bisschen zeigen. Machen wir aber nicht. Ich will euch die Überraschung nicht versauen. Der Hack wird dann ab dem 10. November kommen. Nicht täglich, aber wirklich die meiste Zeit. Und ich hoffe, ihr habt vielleicht irgendwie eine Idee, was ihr sehen wollt. Ihr entscheidet. Natürlich kommt alles in irgendwie. Ihr könnt auch schreiben in den Kommentaren, erst wollen wir Brutal Mario, dann SMW hier, dann Super Mario Bros. 3X und dann Mario und Luigi Starlight. Oder ihr schreibt auch, ja, wir wollen aber Super Mario Bros. 3X und Brutal Mario sehen. Also beide gleichzeitig laufen. Könnt ihr auch entscheiden. Keine drei gleichzeitig, weil dafür ist kein Projektplatz und keine Zeit. Wie gesagt, das liegt voll in eurer Hand und deswegen schalte ich nochmal kurz zurück, um nochmal alles genau zu erklären. Also bis gleich. Und damit liegt es an euch in der Hand, was ihr wollt und was ihr sehen wollt und alles Mögliche. Wie gesagt, Punkt 1 ist ja jetzt in dem Fall, wie Mario und Luigi Abenteuer Bowser ablaufen soll. Wählt und sagt genau, wie ihr es haben wollt in den Kommentaren unten, damit ihr Bescheid wisst. Punkt 2 geht dann noch auf den nächsten SMW-Hack. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei euch stimmen. Ihr könnt 2 wählen. Ich werde unten in den Kommentaren alle 4 einmal aufschreiben. Die dann mit den meisten Likes versehenen SMW-Hacks werden dann genommen am Ende und ja, gewählt. Ich hoffe, ihr guckt das Video auch zu Ende schön, damit ihr das auch gehört habt und euch nicht wundert, warum hat ihr denn 3 Likes da? Und so. Wie dem auch sei. Ich verabschiede mich erstmal und bis zum nächsten Mal und Masala Vista, Baby.